Ich durfte aussuchen. Habe ich das mal erzählt? Ich durfte mir den Spartan aussuchen. Sie kennen mich. Ich habe mich informiert. Ich sah, wie Sie der Soldat wurden, der Sie sein mussten. Wie die anderen waren auch Sie stark, schnell und mutig. Der geborene Anführer. Aber Sie hatten etwas, das den anderen fehlte. Etwas, das außer mir niemand sah. Wissen Sie was? Glück. Lag ich falsch? Das ist nicht gut. Verdammt. Wie tief ist er gefallen? Locker 2 Kilometer. Augen auf! Sanitäter. Seine Panzerung ist versteift. Die Gelschicht könnte den Aufprall gedämpft haben. Ich weiß nicht, Sergeant Major. Ruf deinen Vitol, der ihn hochkriegt. Wir lassen ihn nicht hier. Ja, tun Sie nicht. Ach, irre Idiot. Warum springen Sie immer? Eines Tages werden Sie auf etwas landen, das genauso wenig nachgibt wie Sie. Ich sammle dann nicht alles auf. Wo ist sie, Chief? Wo ist Cortana? Keine Versprechungen, bitte. Wenn Sie sie nicht halten können. Sie blieb zurück. Corporal, beeilen Sie sich! Entschuldigung. Ihre Rüstung ist immer noch teilweise deaktiviert. Sehen Sie nach hier oben, Sir. Okay. Und jetzt nach hier unten. Gut. Alles in Ordnung, Sergeant Major. Weg mit den Stützrädern, Corporal. Er ist jetzt bereit. Chief, halt! Der Gebieter gehört zu uns. Na los jetzt. Wir haben schon genug Sorgen, ohne dass Sie beide sich umbringen wollen. Wenn es so leicht wäre. Wir müssen los. Die Brutes haben die Fährte. Dann mögen Sie den Geruch von Grün. Und damit herzlich willkommen zu Halo 3, mein All-Favorite-Shooter überhaupt. Ach, ist das schön, den wieder zu spielen. Squad 1, ihr seid die Speer. Raus jetzt, so leise wie möglich. Oh Mann, hab ich Bock drauf. Und ich muss sagen, für ein Xbox 360 Spiel sieht das immer Machen noch Sie perfekt Sie ruhig weiter aus, und ne? Nehmen Sie sich Zeit! Meine Halo 2, klar, wurde nochmal remastered für die Xbox One Konsole. Der Teil natürlich auch, der hat 60 Frames und läuft an. Dementsprechend auch flüssiger, und bei Halo Reach hat man es auch gesehen. Also, das liegt im Auge des Betrachters, beziehungsweise nicht mal Betrachters, ist das liegt im Detail. So, du meine ich das. Phantom im Anflug. Ach ja. Schön, schön. Sucht sie. Da sind schon Boots. Oh.
stecken auch nicht mehr so viel weg. Die Waffe darf man nicht unterschätzen, war in Teil 3 so geil. Ich hau mal auch noch weg. Pelikan sind unterwegs, Chief, aber ich kann Bravo nicht erreichen. Sie haben sie gefunden zum Evakuierungspunkt. Alles klar, wie sieht's bei euch aus? Na, jetzt habe ich duale Waffen. Oder? Ah. Da kommen mehr! Das sind wir in Teil 3 aus. Bin festgenagelt. Meine Männer. So, Floss, Beeilung! Taschenlampe. Geht hier auch noch. Ich weiß noch, auf Legendär sind wir überall Scharfschützen.
Mein Vogel ist abgestürzt. Ein Stück flussabwärts von eurer Position. Zack. Bumjumpen hier. Oh, er ballert also. Kommt schon, ihr dämlichen Affen! Wenn ihr Frühstück wollt, müsst ihr es fangen! Mann, der ballert immer wieder. Da haben wir Sniper. Echo 5-1, hier ist das Krähennest. Echo 5-1, bitte antworten. Ziel! So ein geiles Ding. Weiter. Steht drauf, okay. Sehen Sie, womit Ihre Fallen bestücken? Ich werde Ihnen helfen, sie auszulösen. Einmal reingetreten, den Arm. Bam! Erledigt. Gezielt ausgeschaltet, so muss das sein. Und sie müssen ja auch Angst bekommen. Einfach aufs Maul. So. Wie hast du nicht gemacht? Alle nachher rausgefallen. Ja, du auch. Freak. Das ist weniger lustig, als es aussieht. Strom abschalten. Wir sind quitt. Zumindest was den heutigen Tag angeht. Kilo 2-3, wann sind Sie voraussichtlich da? Gleich, Sergeant. Suchen Sie Deckung. Ich muss erst den Weg freimachen. Roger, Hokus. Verbündetes Kampfflugzeug, kommt schnell her! Ja.
Willpower ist alles kaputt. Alles schön ins Wasser gelandet. Ich sitze schon drin. IFF bestätigt. Kontakt ist Pelikan-Landungsschiff. Kilo 2-3 over. Roger, wie sieht's aus, Kilo 2-3? Sierra 117 an Bord. Er bittet Prioritätsfreigabe over. Das Deck gehört Ihnen. Ist leider etwas eng hier. Meldung an Commander, ihr Ass ist im Ärmel. Hey, sieh mal da. Nein, ey. Ein Spartan? Echt jetzt? Mach keine Scherze. Nein, Mann, er ist hier. Wir werden doch... Wo fanden Sie ihn? Machte ein Nickerchen. Natürlich. Gut, Sie zu sehen, Chief. Gleichfalls, Ma'am. Zeit für Ihr Briefing. Die Schiffe des Propheten der Wahrheit haben den Mondabschnitt durchbrochen und alles zerstört. Terrestrische Verluste durch das nachfolgende Bombardement waren extrem. Der Prophet hätte überall landen können, aber seine Kräfte sind hier, Ostafrika, die Ruinen von Neu-Mombasa. Dann fingen sie an zu graben. Was ist mit Halo? Wir stoppten es, aber nur vorübergehend. Jetzt sucht der Prophet der Wahrheit nach etwas namens Arche, von wo aus er alle Halo-Ringe aktivieren kann. Wenn er Erfolg hat, wird die Menschheit, die Allianz, jedes fühlende Wesen der Galaxis... Die Ringe töten alle. Ma'am, ich habe Lord Hood. Stellen Sie durch. Gute News, Commander Keyes? So gut es geht, Sir. Verstehe. Wie ist Ihr Status, Sohn? Grün, Sir. Gut zu hören. Der Commander hat einen guten Plan, aber ohne Sie, ich war nicht sicher, ob es klappt. Die Schiffe befinden sich an der Ausgrabungsstelle. Und die Infanterie hat Flugabwehrgeschütze in ihrem Umkreis aufgestellt. Wenn wir eines der Geschütze ausschalten, die Verteidigung schwächen... Ich ordne einen Tiefflugschlag an. Ihn treffen, wo es schmerzt. Ich habe nur eine Handvoll Schiffe, Master Chief. Ein Risiko. Doch ich bin mir sicher... Hey! Schon wieder! Notfallgeneratoren, jetzt! Schilde ausgefallen, sie laden sich wieder auf. Sobald sie oben sind, Kontakt mit Lord Hood herstellen. Er muss wissen... Ihr seid alle Ungeziefer! Ich möchte wissen, was ihr denkt, dein Dreck. Dass ihr dem Beschuss entkommen könnt? Nein, eure Welt wird brennen, bis sie von Glas bedeckt ist. Nicht einmal euer Dämon wird versenkt aus seinem Loch kriechen und unseren Übertritt verderben. Der Höhepunkt unserer Reise. Denn eure Zerstörung ist der Wille der Götter. Und ich bin ihr Instrument. Kranker Mistkerl. Der reißt gern seinen Mund auf. Erwähnt er mich sonst auch?
Sie Befehl. Wir machen dicht. Ma'am? Wir kriegen einen Treffer. Alle Einheiten. Die Verletzten, wir schaffen sie alle raus. Ich trage sie notfalls selbst. Ma'am, Squad-Anführer fragen nach einem Sammelpunkt. Wo sollen sie hin? Kämpfen. Ja, liebe Leute, ich würde jetzt sagen, haben wir den Anfang geschafft und wir sehen uns dann. Ich glaube heute nochmal. Ich weiß es gerade nicht, ich bin gerade so durcheinander. Ich glaube heute nochmal. Dann würde ich sagen, bis nachher. Haut rein, euer Vogelmann. Ciao.